Hallo Freunde und willkommen. Wie in meinem letzten Video versprochen, machen wir in diesem Video mit dem nächsten Schritt weiter. Wenn die Windows-Reparatur mit dem SFC, mit dem System-File-Checker, warum auch immer, nicht funktioniert hat. Und zwar werden wir dieses Mal das DISM, ja, das Deployment Image Servicing and Management, zur Windows-Überprüfung nutzen. Dazu rufen wir uns hier wieder die PowerShell auf. Als Administrator natürlich. Ich rufe das jetzt mal so normal auf, wie wir die PowerShell aufrufen, wenn vielleicht wieder unser Windows-Menü hier noch unser Windows Explorer startet. Das haben wir in meinem letzten Video gesehen. Ich mache das jetzt einfach mal so jetzt schnell, um Zeit zu sparen. Und nun müssen wir jetzt einfach, also als erstes zwei Befehle eingeben hier, und zwar ich kopiere mir das mal hier. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich habe mir das hier ein bisschen vorbereitet, damit es schneller geht. Genau, als erstes geben wir hier DISM online cleanup image check health, also genau wie hier, ja, einfach eingeben. Das ist jetzt erstmal einfach zur Prüfung auf beschädigte Systemdateien, und Enter. Das geht ratzfratz hier. Bei mir jedenfalls, ja, das ist alles in Ordnung hier, sieht man. Der Vorgang wurde erfolgreich beendet. Es wurde keine Komponentenspeicherbeschädigung erkannt. Okay, und nun machen wir weiter mit dem, also anschließend jetzt hier mit dem nächsten Befehl hier. Das ist jetzt, wir prüfen jetzt die Windows Image selbst auf Beschädigungen, ja, und zwar mit dem hier DISM online cleanup image scan health und Enter, also einfach so eingeben. Ich drücke jetzt mal auf Enter. Ich hoffe, das dauert natürlich ein bisschen, vielleicht, keine Ahnung, 4-5 Minuten, je nachdem. Ich hoffe, ich kann das jetzt unterbrechen hier. Ja, das geht jetzt los. Es wird uns genau der Fortschritt hier im Prozent angezeigt. Dauert wie gesagt 4-5 Minuten. Ich breche das jetzt an der Stelle ab, um Zeit zu sparen, wenn das geht. Hoffentlich oder nicht. Okay. Jedenfalls sieht zum Schluss, ich habe hier schon mal einen Scan gemacht, sieht dann so aus. Ja, das war jetzt das erste Check Health. Und Image, genau, sieht hier so. Genau, das ist also zu Deutsch, ist das Tool zur Image-Verwaltung für die Bereitstellung. Bei mir wurden jetzt keine beschädigte Komponentenspeicher hier erkannt. Sieht dann so aus halt. Zum Schluss, wenn welche erkannt werden und hoffentlich behoben, dann bekommen wir die Meldung, dass die behoben wurden. Genau, ich kann das jetzt hier leider nicht abbrechen. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht so lange. Allerdings, also wenn das jetzt hier auch nicht, ja, geholfen hat oder hilft, müssen wir, also wenn das Fehler immer noch besteht weiterhin, müssen wir eine ja, Windows-Reparatur starten, ja, richtig, also durchführen. Dafür brauchen wir allerdings eine Windows DVD, ja, zur Bereitstellung hier. Und zwar, wenn ihr einfach ein Update auf Windows 10 gemacht habt, beziehungsweise euch eine, ja, Windows DVD mit diesem Media Creation Toolkit, glaube ich, nennt sich das, von Microsoft. Ja, wenn ihr euch damit eine Image erstellt habt, wird das leider nicht funktionieren, weil dort eine wichtige Datei fehlt, und zwar die install.vim. Das ist eine Datei, die sich in den Ordner Sources befindet, ja, in den Root-Verzeichnis halt. Und diese Datei fehlt dann dort. Also wir müssen uns wirklich eine richtige Windows-Image herunterladen. Ja, diese Datei install.vim, die ist unbedingt erforderlich für die Reparatur. Wir müssen also, wie gesagt, eine Image, eine Windows, eine ISO-Datei von Windows uns herunterladen, richtig, und auf eine DVD brennen. Und ja, diese dann in unserem DVD-Laufwerk einlegen.
Damit das funktioniert eben. Oder eben temporär irgendwie einbinden. Ja, wichtig ist vielleicht, dass wir nochmal vorher überprüfen, dass dieser Install.vim in den Sources-Ordner, dass diese Datei sich auch dort befindet. Sonst funktioniert das halt nicht. Und ja, wenn das jetzt hier weitergeht, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt irgendwie brutal beenden kann hier, beziehungsweise wenn ich mir noch eine PowerShell hier aufrufe. Ich hoffe, das geht jetzt in Ordnung. Genau, es geht jetzt nur um die Befehle, die wir jetzt, also nachdem wir unsere Windows ISO, ja, Image auf eine DVD gebrannt haben und ins Laufwerk gelegt haben, beziehungsweise wie auch immer uns da vielleicht auch temporär eingebunden in das defekte Windows halt, dann schmeißen wir jetzt hier auf der PowerShell als Administrator wieder den folgenden Befehl hier, was ich jetzt versuche hier zu kopieren und einzufügen. Irgendwie will das nicht so richtig. Ich versuche mal vielleicht so. Okay. Ups. Jetzt hat er mir. Okay, das hat er schon. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts kaputt. Ich schließe das ganz brutal hier, weil sonst dauert das sehr lange. Genau, das war das hier. Ne, okay, das startet direkt jetzt. Das wird jetzt sowieso nichts finden jetzt hier wahrscheinlich. Genau, also wir geben dann den Befehl hier, DISM Online Cleanup Image Restore Health Source Vim, also genau wie hier, if Sources Install Vim. Wobei hier das ist die Laufwerkbuchstabe, ja, das muss gegebenenfalls angepasst werden. Das ist eure DVD-Laufwerkbuchstabe, beziehungsweise wo die Image da, die ISO, die Windows-Image eingebunden ist. Ach so, jetzt sucht er hier im Internet wahrscheinlich. Okay, das. Genau, also wenn wir jetzt uns diese Windows-Update-Repository vielleicht uns zu Hilfe machen wollen, dann können wir, achso, genau, dann lassen wir dieser Limit Access weg hier. Dann sucht Windows, wie gesagt, auch in dieser ja, Windows Update Repositories halt, was er jetzt bei mir macht hier. Genau, wenn das jetzt hier, das wird auch ein bisschen dauern. Ich breche mal wieder ganz brutal ab, wenn das jetzt hier durch ist alles. Dann machen wir noch mal ein hier ja, wir bekommen dann die Fehlermeldung, dass das erfolgreich war. Gut, ich schließe das noch mal brutal. Ja, nachdem dieser Vorgang erfolgreich, nachdem wir die Meldung bekommen, dann schmeißen wir hier vorsichtshalber noch ein Check Health hier, so wie hier, ja, die Zeile hier. Dann sollten wir auf jeden Fall hier die Meldung bekommen, dass es alles erfolgreich beendet wurde und keine Fehler erkannt. Ja, danach nochmal die Image überprüfen vielleicht. Und wenn das auch, also die Image mit dem Befehl hier, kann man das? Okay. Mit dem, jetzt kann ich das wieder, zack. Nee. Also mit dem, ich kann das jetzt hier irgendwie, genau, also hier mit dem DISM Online Clean Up Image Scan Health nochmal überprüfen, dann bekommen wir, sollten wir zumindest eine Meldung bekommen, dass alles in Ordnung ist, und anschließend schmeißen wir jetzt noch ein SFC Scan hier. Ich öffne mir noch eine, zack, genau, SFC/ScanNow hier drauf, um ja sicher zu gehen. Das dauert auch ein bisschen, das haben wir im letzten Video gesehen, 4, 5, vielleicht 10, 15 Minuten, je nachdem. Und nun bekommen wir dann die Meldung, dass die, ja, Dateien, ja, entweder keine beschädigte Dateien gefunden wurden oder wurden gefunden und repariert, ja, im glücklichsten Fall normalerweise. Wenn das jetzt hier alles erfolgreich durchgelaufen ist, dann sollte das auf jeden Fall auch
erfolgreich enden hier. Und nun, genau, das kann man hier abbrechen. Wenn das jetzt auch hier durch ist und wir die Meldung bekommen, dass alles wieder funktioniert, einfach Windows neu starten und schon ist unsere Windows normalerweise wieder voll funktionstüchtig und können wieder normal arbeiten und weiterspielen. Ich schließe das jetzt einfach mal. Genau, das war es auch schon alles erstmal für heute hier. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat oder geholfen, weitergeholfen hat. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like oder ein Abo freue ich mich natürlich auch. Jetzt hat es sich wieder hier hingezogen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.